Wir sollten, glaube ich, weiterlaufen. Unser Spawnpunkt ist aber in der Nähe und wenn die nächsten spawnen, haben wir ein Problem. aber es wird ja dunkel und also wir haben hier ja theoretisch noch ein paar ganze Betten. Ein paar. Wollen wir nicht? Ich wollte dich nochmal daran erinnern, da war noch immer der Berg mit dem Weg. Ja. Wenn du vorhin gesehen hast. Ich dachte, den vergessen haben. Wollen wir den nicht gehen? Den Weg? Na, aber es ist doch schon fast dunkel. Nee, es ist immer noch. So viel Zeit ist jetzt nicht vergangen. Aha, okay. So viel Zeit ist nicht vergangen. Okay. Noch ja. Relativ die Zwerge sind relativ schnell im Truhen treten. Okay, gut. Ich dachte, weil du im Allgemeinen ein bisschen langsamer bist. Geistig, aber nicht körperlich. Okay. Also, wollen wir weiter? Wir haben das Haus zerstört und den Schuppen. Wir sollten weitergehen. Okay. In einem Haus mit einer offenen Tür schläft das nicht schlecht. Geht ihr jetzt den Berg hoch oder? Ja, den Weg entlang. Ich folge dem Wolfsjungen. Also geht den Berg hoch. Ich gehe da lang, wo ich den Weg gesehen habe. Mhm. Genau, okay. Also nicht aus dem Fenster raus, aber. Nee, nee. Wir standen ja schon vor dem Schuppen, wir können nicht mehr aus dem Fenster raus. Im Prinzip, ja, ich kann ehrlich gesagt, dass ich hier hochgehe. Das Haus war hier. Mhm. Der Schuppen war hier. Mhm. Und der Schuppen hatte den Ausgang nach dort. Mhm. Hier in der Mitte war der Brunnen. Und wir sind ein paar Minuten weiter. Ach ja, den Brunnen haben wir voll außen vorgelassen. Soll ich nicht mal reinwerfen? Achso, den Brunnen haben wir voll vorgelassen. Also wir beiden haben jetzt schon gesagt, dass wir den Weg lang folgen, aber er kann natürlich noch in den Brunnen reingucken. Ja, den Brunnen haben wir voll vergessen. Das finde ich so voll lecker. Ich guck nochmal in den Brunnen. Ignoriere uns einfach. Ich gucke in den Brunnen rein, ob da noch was wert ist. Da ist ein abgerissenes Seil. Okay, dann folge ich dir dann gleich. Nein, ich brauche kein Seil. Doch, kann man keine Seil mitnehmen? Ja, also, wenn das, du kannst es mitnehmen, ich glaube, das bringt nicht viel, das ist schon 20 Zentimeter okay, reicht doch. Das ist kaputt gut, und offensichtlich sieht es auch nicht mehr so frisch aus, also das reißt wahrscheinlich einfach auch schnell. Okay, dann folge ich den anderen. Also, wie jeder von uns hat jetzt eine Fackel, glaube ich, ne? Nee, nein, ich habe keine mitgenommen. Okay, dann hab ich seine Fackel noch. Ich habe sie in der Hand. Beide. In eine. Ach nee, du hast ja keinen Stein mitgenommen, kannst auch keine Hand dran frei. Okay, gut, dann ist es warten. Mhm. Also, ich muss die Wurst weglegen. Denn ist das jetzt eine offizielle Anweisung oder? Ja, ich muss meine Wurst weglegen. Ich habe das Gefühl, in der Ferne beobachtet uns jemand, der eine Wurst weglegt. Seht ihr das? Wir fühlen es. Also der Pfad führt in kurzen scharfen Kurven einige Meter den Berg hinauf, bis dieser einfach endet. Der Berg oder der Weg? Der Weg. Der Berg ist noch ein Stückchen höher. Und du siehst auch ein bisschen da oben, dass das Gebüsch sein muss. Es raschelt ein bisschen. Aber. Also, es ist jetzt wie so ein Stückchen Wald oder. Was? Stehen da nur Büsche oder auch Bäume? Wie endet der auf Weg? Auf dem Weg ist. Nicht auf dem Weg, aber so drumherum, da wo der Weg endet. Ja, das ist halt Berg. Berg. Einfach Bergstein. Also so eine Steinwand. Interessiert mich das? Also die Steine? Ich bin ja Kieshändler. Ach so. ja, du guckst dich ein bisschen dort um und dir fällt so richtig. Ein prächtiger Kiesel auf. Ungefähr so groß. Ein Hinkelstein. Nee, so groß nicht. Ah, ich freue mich über den Stein und gehe hin und streichle ihn. Okay, gut. Wolfsjunge, kann ich dir helfen, diesen Stein aus der Wand zu befreien? Ich betrachte ihn noch. Ich komme aber, wenn, dann auf dein Angebot zurück. Ich stehe neben dir und bewache dich, während du dich über den Stein freust. Lass sie etwas Zeit. Sie braucht etwas Ruhe mit dem Stein. Oh, ist immer noch ein R. Sehr gut, braucht etwas Zeit mit dem Stein. Also noch habe ich keine Geschlechtsprobleme. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ein Kerl. Sagte der Werwolf. Sagte der Werwolf. Der Werwolf, Junge. Ja. Wilbel, er ist eine Werwolf. Wollen Lose kaufen? Kann ich mir so ein... Ich habe ja offensichtlich, also du fühlst dich wohl bei dem Stein im Moment. Ich fühle mich wohl, ja. Okay. Er ist schön kühl. Welche Farbe hat er? Braun. Das ist ungewöhnlich für einen Kiesel. Ja, ein brauner Kiesel. Durchaus. Vielleicht ist es gar kein Kiesel. Vielleicht hat er sich getarnt als Schaf. Wolfsjunge, pass auf, Kiesel sind normalerweise grau. Vielleicht ist es ein Troll. Die sind eigentlich grau. Habt ihr nicht neulich von den Chamäleon-Kieseln gehört, die sich den Farben des anderen Regenbogens anpassen? Nein, Johnny, aber erzähle mir davon. ich möchte mir. Ich nehme alles wirklich und bin dumm, ich glaube dir. Mit meinem großen Meißel und meinem Schlegel ja. ein Stück abschauen. Also ein größeres Stück. Die sollen gefährlich sein.
Pass besser auf, wenn wir in diesem Gebirge sind. Du kannst dir ein Stückchen davon abhauen, das ist auch nicht der Fall. Deshalb habe ich meine Axt immer bereit. Gut, irgendwie gelingt es dir nicht so richtig, da sind bloß so kleine Brückchen, springen halt ab. Aber nicht so wirklich. Aber während du dort hackst, ruf der Zwerg. Spürst du einen Luftzug, der von hinter dem Stein kommt. Und ich? Wolfsjunge, ja. Ich sehe, du hast Probleme mit diesem Kiesel. Moment. Kann ich dir mit meinem Schmiedehammer helfen? Willst du Gummibärchen? Ja. Ich nehme einfach ein paar. Dankeschön. Ich sage dem Zwerg, er soll noch nicht draufhauen. Und dann drehe ich mich halt zu Johnny um und sage, dass wahrscheinlich irgendwas hinter dem Kiesel. Mach's doch einfach, statt zu sagen, ja. Ich mach das. Ja. Johnny, hinter dem Kiesel ist ein Luftzug. Wahrscheinlich ist da hinter eine Höhle oder irgendwie sowas. Wir sollten das untersuchen. Kann ich das untersuchen? Nein. Ja, kann man das? Ich kann ein Messer drauf werfen. Das bringt der Stein. Ja, also du guckst dir das an und du siehst halt Stein. Da ist so ein großer. Genug Gerede! Moment! Kann ich den Stein zur Seite schieben? Du kannst es versuchen. Kann ich es versuchen? Also ich versuche es. Okay. Du musst ja, glaube ich, noch Körperkraft. Ich kann reinlaufen. Mhm. Also dann. Also tatsächlich auf Körperkraft. Nur, nur während das alles passiert, ich packe meine Axt ungewöhnlicherweise mal zur Seite und ziehe meinen Schmiedehammer. Okay. Du hast einen Schmiedehammer? Ja, ich habe einen Schmiedehammer. Ich bin ein Schmied. Ich habe einen Schmiedehammer. Was hast du alles Sachen dabei? Körperkraft. Hier ist noch meine. Körperkraft Schmiede. Nein. 2 Zehner, ne? Ja. Ein Schleifstein. Achso, ja, du das machst? Hm? Sie schiebt dran rum und ich gehe dazu, weil ich beobachte die Szene und weil ich doof bin und das sehr genervt davon bin, dass das so langsam geht, gehe ich drauf zu und sage: Wolfsjunge, wenn dir deine Hände etwas wert sind, geh jetzt beiseite. Ich hebe meine Hand und mit meinem Schmiedehammer und bevor er zuhauen kann, springe ich zur Seite. Okay. Und schlag mit all meiner körperlichen Kraft, also der Kiesel ist ja ungefähr genauso groß wie ich, das heißt, ich springe und schlag mit meiner vollen Kraft mit dem Schmiedehammer auf den Kiesel. Okay. Was soll ich würfeln? Wir haben noch nicht gesagt, was mein Schmiedehammer für Schaden machen könnte, weil er ist ja eigentlich zum Schmieden, aber es ist so ein einhändiger Hammer halt. Ja, aber... Es wäre eine Hiebwaffe, passt aber zu mir. In dem Moment... Also, Zachary hat da schon mit seinem Beißel drauf rumgehauen, der kennt sich aus mit Steinen, der weiß schon, wie man die pulverisiert. Okay. Und da ist kaum was passiert, also... Passiert nicht viel. Ich kann es aber trotzdem versuchen. Du kannst es versuchen, aber es passiert halt einfach. Du hast es gerade versucht, es passiert halt nicht viel. Du merkst halt, ich habe getroffen, aber nichts passiert. Okay. Das ist ein ungewöhnlicher Kiesel. Ja. Ein sehr harter Kiesel. Das ist ein Kiesel. Kann sein, dass dieser Kiesel kein Kiesel ist, sondern ein magischer Kiesel und der bewegt sich, wenn wir einen. Also Magie gibt es nicht so richtig. Also und eine, aber so ist doch ein Troll. Vielleicht ein Mechanismus? Das ist auf jeden Fall ein hartes Stück Stein. Ich will irgendwas auf den. Also ich will mir den Kiesel genau angucken. Hm? Weil ich habe dran rumgehämmert, hat sich kaum was getan. Er hat mit seinem Übrigens, Hammer drauf nur zur Info, weil die Intelligenzsachen überlasse ich komplett den beiden. Während die beiden also weiter diskutieren, was man machen könnte, haue ich trotzdem, auch wenn das erste Mal nicht funktioniert hat, trotzdem weiter auf den Kiesel ein. Damit habe ich gerechnet. Okay. Ja, ich würde. Also du untersuchst jetzt ein bisschen mal den Stein. Ja, da wo während er nicht, drauf, ganze da, da, wo er nicht draufhaut. Während er draufhaut. Da wo er nicht draufhaut. Also er schlägt ihn noch ein. Ja, da ist so eine kleine... Also neben dem Stein, da ist so ein bisschen Schleifspuren auf dem Boden zu entdecken. In welche Richtung? Links. Also wenn du jetzt auf den Berg zuguckst und ob der Stein ist... Ist der jetzt da oder auf welcher Seite ist er? Wenn das jetzt hier, dann ist jetzt hier Berg. Mhm. Ja, der Weg dagegen irgendwo hier lang. Ja. Jetzt ist der Stein hier und hier irgendwo sind die Schleifspuren. Okay. Na dann. Ja, ich sehe das, während ich auf den Stein einhaue. Es wirkt so, als ob man den Stein bewegen könnte und den Gang frei machen könnte. In diese Richtung. Der Mensch hat keine Ahnung. Ich schlag die ganze Zeit auf den. Und du prügelst übrigens auf die Seite ein, wo keine Schleifspuren sind. Dann müsste ich ihn ja eigentlich auch wenn er nicht kaputt geht, was das eigentliche Ziel ist, müsste ich ja eigentlich, wenn ich von der Seite drauf einhaue und die Schleifspuren hier sind, müsste ich ihn ja ganz langsam in die andere Richtung damit prügeln. Naja, also... Nee. Der Stein ist magisch. Es sieht so aus, als ob er sich bewegen sollte, aber er bewegt sich nicht, obwohl ich mit all meiner Kraft drauf einhaue. Wie kann das angehen? Wir haben den stärksten Zwerg bei uns und dieser Stein bewegt sich nicht.
Vielleicht soll das denn einfach mal schieben oder so, ja, keine Ahnung. Achso, Entschuldigung. Ich bin ja gar nicht dein Mitspieler. Oh, oh Mann, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Heimdall. Heimdall. Heimdall, hör mal kurz auf mit Hauen. Ich halte inne. Also ich hab wirklich, weil ich nehme ja alles wirklich, ich hab den Namen oben so. Du hältst dabei die Luft an, halt inne. Nein, sie hat ja nicht halt inne gesagt, ich halte inne. Achso, okay. Ich hab gesagt, ja, hör mal kurz auf. Achso, okay. Entschuldigung. Ja, Wolfsjunge. Lass uns, hör mal auf, drauf rumzuschlagen und lass uns mal versuchen, den Stein zu schieben. Zusammen. Gemeinsam. Als Team. Als Team. Okay. Du darfst deine Hand runternehmen. Und was ist mit meinem Hammer? Den darfst du wegpacken. Okay. Ich pack also meinen Hammer weg und ihr wollt jetzt den Stein schieben. Mit dir. Nach links. Wir wollen mit dir den Stein schieben. In... Donk. Donk. Ja. Wer schiebt den Stein jetzt alles? Na, also er steht ja jetzt am nächsten dran. Ja. Okay. Ich leg schon mal meine Hände an den Stein, weil ich weiß nicht, was ich ansonsten tun soll. Ja. Hilfst du mit? Du kannst auch mithelfen. Ja, ja, nein, ich wollte was fragen. Ja, ich helfe auch. Okay, dann schieben wir zusammen. Wie viel Körperkraft hast du? Nicht viel, bestimmt. 7. Auch 7, du hast 7. Ich habe auch 7. Ich habe 10. Er schafft das alleine. Doch, der Stein, da er zu dritt das Ding richtig gut anpackt, der rollt beiseite und das ist ein kleiner Höhleneingang wird frei. Wie klein? Sieh da eine Höhle! Wie klein? Sieh da eine Höhle. Wie klein? Ja, also... Zwergengroß? Zwergengröße ungefähr, ja. Also 1,40. Also ist ein Loch im Boden. Also ich kann aufrecht drinnen laufen, ja, was ist mir egal. Ja, also du kannst... Na doch, beim Eingang müsstest du vielleicht kurz noch den Kopf einziehen, aber... Aber ansonsten kann ich aufrecht drinnen laufen. Du würdest wahrscheinlich drinnen laufen können. Mhm. Es könnte die Höhle der 7 Zwerge sein. Wo sie immer... Vielleicht leben wir aber in einer Klischeewelt. Ich rufe ein... Du gehst jetzt rein, ja? Ich rufe... Ich guck mir den Höhleneingang ein und rufe ein... Hi-ho! In die Höhle. Ich ziehe die runter. Du hörst? Mein Echo. Nachdem du gerufen hast, hörst du, nachdem das Echo verhallt ist. Ich höre ein... Offensichtlich ein Esel. Also, ich ziehe meine Axt und gehe in die Höhle. Okay. Ich mache eine Fackel an und vorgehe. Sehr gut. Okay. Ich mache meine Fackel nicht an. Ja, ist jetzt nur die Frage, warte, die Fackel an hast. Ich mache deine Fackel an. Ja, ja, genau. Wie macht ihr? Ja. Geht das so? Genau. Ja, ja. Flint und Stone. Ja, aber da kommen ja bloß Funken raus. Naja, das ist doch... Ja. Nee, das ist in Ordnung. Pech ist leicht entzündlich. Ja, eigentlich schon, das stimmt schon. Also ich weiß das natürlich nicht als Zwerg, aber OT weiß ich das. Wir wollen mal Feuer machen. Oh Gott, ich habe da nie so viel. Stimmt, sie könnten ja dabei sich auf die Finger hauen oder das Zeug auf einmal spontan wegwerfen. Motorisch ist das, glaube ich. Oh ja, motorisch. Aber du müsstest ihr den Wurf aber erleichtern, weil sie ja Werkzeug dafür... Ich will erstmal wissen, wie viel sie überhaupt hat. Du hast 3? Auf Feuer? Wo steht das? Da. Achtung, ja. Du hast 3 Erfolge machen. Ja, das ist nicht wirklich gut. Ja, aber es ist besser als gar nichts. Es ist aber. Ich glaube, das haben wir ja mal besprochen. Es ist allerdings, es ist erleichtert. Wie du schon gesagt hast, sie hat ein Grundkonzept davon und. Ist jetzt nicht das. Sollte nicht das große Problem sein. Also, es ist schon erleichtert um 4 Punkte. Es ist wirklich einfach bei Pechfackel. Die bewegt sich nicht. Du bist jetzt nicht irgendwie groß im Stress, genau. Außer mit dem Gedanken, da ist jetzt ein Zwerg in einer dunklen Höhle. Naja, das ist, ich... Das heißt, du unterscheidest da auch, wenn die Fackel sich bewegen würde oder man irgendwas anzünden wollen würde mit Feuer machen, was sich bewegt? Auf Feuer machen hast du 3 Punkte, 4 erleichtert, heißt du hättest hier in dem Moment 7 Punkte. Kannst also 7 korrigieren. Mhm. Hast jetzt ein 10 gewürfelt, ja. Auf? Körperkraft. Auf Körperkraft. Hast jetzt also, um 3, hast jetzt noch wie viel übrig? 4. Ja. Na, dann weiter. Mann. Du musst noch zu Ende würfeln, damit wir sehen, ob es ein epischer Misserfolg wird. Hab ich mir total auf die Finger auf. Du versuchst das Ding zu hauen. Aber das geht einfach nicht! Tut mir leid. Scheiße. Ja. Ich würde es nochmal probieren. Obwohl so eine Pechfackel schon relativ einfach angeht. Ich kann es einfach nicht. Vielleicht bist du einfach im Moment ein bisschen zu ungeschickt. Weil du dran denken musst, dass der Zwerg dort alleine drin ist. Oh ja. Der arme Zwerg. Ich kann im Dunkeln sehen. Relativ. Ja. Weil ich wohne ja in einer Höhle. Ich vergesse nur kennen. Also in einem Berg, ich sag immer Höhle, aber. Ich gucke auf eine Höhle, die ich kenne, bei der ich irgendwie
per Hören also, das Ganze bestimmen kann. Während die beiden also draußen noch stehen und sich, sich beratschlagen und eine Fackel versuchen anzumachen, bin ich ja die ganze Zeit schon am Laufen, weil ich ja schon in die Höhle reingegangen bin. Ich laufe natürlich langsam, weil ich kann gerade so in der Höhle stehen und ich habe meine Axt vor mir. Okay. Aber ich laufe langsam immer weiter durch die Höhle. Ich mach jetzt mal die Musik kurz aus. Kann ich dir helfen? Okay. Achso, und plötzlich habe ich eine Intuition. Pack meine Axt wieder weg und zieh meinen Schmiedehammer, weil ich kann in der Höhle gerade so stehen und es ist besser, den Schmiedehammer zu schwingen als die große Axt. Das ist vollkommen richtig, ja. Denn ich habe Erfahrung in Höhlen. Also, jetzt wollen wir uns das hier mal so vorstellen, ja? Mhm. Jetzt sitzt die Höhle, der Höhleneingang. Zynisch. Vielleicht brauchen wir ja dann ein bisschen gleich mehr Platz. Werden wir sehen. Und ihr müsst mir jetzt vertrauen, dass ich das schon gemischt habe. Jeder, also du gehst jetzt vorwärts. Du kannst immer ein Feld weit sehen. Okay. Du stehst jetzt hier am Höhleneingang halt. Und ich gebe dir immer eine Karte. Und du legst sie dann da dran, wo es halt deiner Meinung nach, wo du gerade hinguckst. Ganz cool. Also das Schild. Verstehe ich das als, das ist als, Weg. Als Weg? Also es würde so sinnvoll sein, ja? Richtig. Okay. So. Ja, wollt ihr jetzt nochmal weiter probieren, die Fackel anzumachen, während er weiterläuft? Ja. Also das können wir die ganze Zeit probieren, geil. Es ist immer noch um wie viel Wasser leichter? Es ist eigentlich um 4 leichter. Normalerweise würde ich es jetzt erschweren, aber du weißt jetzt, wie die Funken gerade fliegen. Probier einfach mit 4 leichter weiter. Nö. Kritischer Erfolg. Schon hinlegen, kritischer Erfolg. Ich habe einen kritischen Erfolg. Okay, cool. Weiter, Robin. Hast du auch geschafft? Korrigiert um die 4, passt. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Das ist das epischste Fackelfeuer eigentlich, was man an so einer Pechfackel überhaupt machen kann, während der Zwerg weiter die, den Weg lang läuft. Okay. Also wir haben ja jetzt unseren... die Fackel, ne? Also du bist jetzt in dem Moment hier. Ja, wir folgen dem Zwerg. Ja, wir gehen hinterher. Ihr geht hinterher. Okay, gut. Mit der Fackel. Wartest du auf die? Also du hast die Fackel, du gehst vor. Ich hab davon ja nichts gehört. Aber ihr seht wenigstens, wo es lang geht. Ja. Deswegen seid ihr doch schon ein Stückchen schneller.